Das war vor 16 Jahren, als wir uns kennengelernt haben, hier in der Jugi St. Moritz. Da waren wir etwa 11. Und wir sind wie so eine Woche eigentlich umeinander umgekreist in den Skiferien und haben uns nie angesprochen und immer so ein bisschen angeschaut. Und dann irgendwann ganz am letzten Tag, glaube ich, wirklich ganz kurz bevor wir als Familie abgereist sind, hat mich Serena angesprochen. Unsere Freundschaft hat sich entwickelt nach den ersten paar Briefen. Und wir sind uns natürlich auch besuchen. Und dann haben wir uns verabredet für die nächsten paar Jahre. Also einfach, wir fragen ja, wann gehst du das nächste Mal wieder in die Skiferien? Genau, und haben dann eigentlich wie die Woche immer hier verbracht mit unserer Familie. Im Februar, ja, bis vor ein paar wenigen Jahren. Also die Jugend bedeutet für mich einfach, dass wir uns jedes Jahr gefreut haben, wieder da hochzukommen. Wir haben so gewisse Traditionen gehabt, wie dass wir Karten gespielt haben in der Lobby, dass wir auch immer ein Ping-Pong-Match hatten und im Keller. Fondue-Plausch. Genau, Fondue-Plausch hat es auch noch gegeben. Das war auch ein Highlight. Mhm. Ja, und eigentlich haben wir uns ja wie vor allem am Oben gesehen, weil ihr immer so früh seid aufgestanden und schon weg waren. Nach der Nacht sind wir oft hier oben im Keller, weil hier unten findet man nicht nur einen Billardtisch, wo man mit der ganzen Familie Spass haben kann, sondern mein grosses Highlight war der Ping-Pong-Tisch. Und eine Weile lang auch Airhockey, was sehr viel Spass gemacht hat. Ja, ich durfte dann eine Weile Autorennen fahren. Und immer die grosse Diskussion, was ist heute das Programm? Wie wir unsere 2 Franken investieren. Ja. Also die Jugi selber hat sich sehr verändert. 2010 ist sie ja fast komplett renoviert worden. Und ich glaube, wir waren einfach sehr glücklich, dass der Keller nicht renoviert wurde, oder? Dass wir unseren Billardtisch und Ping-Pong-Tisch noch genau gleich haben. Das sieht man heute wie damals. Ja. Hallo. Die Schweizer Jugendherberge bedeuten für mich Ferien. Ich eigentlich schon sehr viele von meinen Ferien, die ich in der Schweiz verbringe, in Jugis verbringen. Für mich bedeuten die Schweizer Jugendherberge hauptsächlich die ersten Ferien ohne die Eltern. So jetzt nach den Skiferien, die wir hier erleben durften, unter anderem so mit Freundinnen das erste Mal weg, in die Romandie zum Beispiel, das erste Mal in die Jugendherberge Gems, das war auch sehr lässig. Für mich sind so noch einprägsame Erlebnisse in der Jugend, zum Beispiel zum Morgen. Manchmal ist mein Bruder so früh aufgestanden, dass wir sogar noch miterlebt haben, wie beim Frühstücksbuffet das Rollo ist aufgegangen und er ist schon bereit gestanden. Was für mich auch immer sehr lässig war, sind Jockey Cornflakes, weil die haben wir zuhause nicht gehabt. Da habe ich mich auch jedes Jahr auf das Morgenbuffet gefreut. Und auch heute Morgen, sagst du.